Ach so, und der Aiden hat die, Rechte? Die Rechte, ja. Genau, gefunden. Ja, ja, ich hab's, ja, haben wir schon gesagt. Ich habe echt vorhin gesucht, wie so ein Blöder, ich hab's nicht gefunden, ey. Ja, wer guckt denn auch bitte bei allgemein rein? Also direkt. Ja. Telefon. PD-Leitstelle, PD-96, ich weiß gar nicht, wie sie tun. Hallöchen, hier ist der Marsch Essen. Wenn wir bräuchten mal bitte eine Streife beim Bahama-Marmas, hier geht es um einen Fall von Sachbeschädigung. So verstanden. Schicken Sie vorsichtshalber ein Dispatch. Okay. Danke. Tschüss. Ja, Bahama-Marmas bitte einmal. Okay, normal anfahren? Ja, ne? Oder ja, ja, ist nur Sachbeschädigung. Also, okay. So, hab's euch markiert. Das ist Service, Freunde. Das ist Service. Ich möchte den Dispatcher auch nicht gesehen haben. Das war Mr. Marshall, der angerufen hat. Marshall. Steven schon wieder eingepennt? Steven, wenn du nichts sagst, dann schenkst du mir $5,000. So leicht verdientes Geld. Nö, gar nicht wahr. Was? Wollte ich nur ein bisschen im Glauben lassen. Oh, toll. Mit euch, oder? Ja, mit euch, oder? Das kannst du genau. Dankeschön. Die beiden auf dem Roller da hinten gesehen, die gerade in die Richtung fahren? Ja. Die sind erstens voll besoffen bald und zweitens haben sie hier gerade die ganze Zeit mega Stress vor der Tür gemacht. Okay. Wollt das du war... Das alles war klar, danke. Dispatch? Ja, das war der Dispatch. Alles klar, auf links. Negativ abgeschlossen. Jetzt. Bin drin. Was meint der Punkt? Bin ich drin? Hallo? Bitte? Was meint der Punkt hier drin? Müssen wir mal schauen. Kann man bitte in die Seitenstraßen reinschauen? Telefon. Ja, was geht da? Marsch, PD96, wir verfolgen gerade zwei auf den Rollern. Das sind die beiden, ne? Ich weiß nicht. Mach mal sie aus. Bei uns geht es eigentlich darum, dass eine Person, dass zwei Personen hier eine Bedienung, eine Angestellte belästigt haben. Mach mal rechts. Die wohl privat ein bisschen Disput miteinander haben und dann gesehen wurden, wie die zu dem Auto der Frau gelaufen sind und wir sind dann hinterher gelaufen. Die können zwei Minuten später haben gesehen, dass die ganzen Scheiben zertreten waren. Okay, aber sie sind aktuell nicht mehr vor Ort? Nein, die sind in ein schwarzes Auto gestiegen und sind dann weggefahren. Alles klar, dankeschön, alles klar, das wollte ich wissen, danke. Okay, bis gleich. Ja, tschüss. So, das sind nicht die Gesuchten, wir müssen zurück zum Bahama-Mama. Ach so. Warum sagt er denn dann die beiden Typen auf dem Roller? Das war nicht Marshall, der das gesagt hat. Deshalb ich ein bisschen voreilig da abgehört. Marshall hat den Dispatch gemacht, nicht der Typ. Ach so. Ja, konnten wir beide aber nicht mit aufgrüßen. Ich hab euch doch gesagt, Marshall hat übrigens den Dispatch gemacht. Ja, aber wir haben auch keinen Namen. Achso, ja, Steven weiß doch, wer Marshall ist. Jetzt gerade stehe ich am Schlauch, nein.
der vom Kartrennen, der mit dem Tattoos im Gesicht. Ach, der, okay, ja. Und ich habe jetzt halt gerade gedacht, der Typ kommt aus dem Auto und sagt, die beiden Typen sind da weggefahren, die haben ja Randale gemacht und die sind betrunken mit dem Roller weggefahren. Deswegen habe ich halt gedacht, alles klar, das sind die. Nee, die sind mit dem schwarzen, laut Marshall, mit dem schwarzen Auto weggefahren. Wir nehmen jetzt einfach die Aussagen da auf. Park drüben. Ja, das ist... Wo ist er denn jetzt? Guten Abend. Der... den Marshall, ist der drin? Da ist drin, die machen Fahrtabbrecher. Okay, können wir eben reingehen, weil er hat uns... Super. Auto nur an und offen. War ein Spaß. Hallöchen! Gut. LSB, die Leitstelle, PD96. Seht ihr noch die beiden auf dem Roller? Also sie ist die Besitzerin des Fahrzeugs, nicht? Einen Moment. So, bitte nochmal, hier war es gerade sehr laut. Ob ihr noch die mit dem Roller sucht? Nein. Okay, alles klar. Aber danke für Ihre Hilfe, Herr Johnson. Oh, alles klar, ja, die haben mich und das Taxi sehr toll abgefuckt gerade, deswegen. Alles klar. Scheinen wohl sehr tolle Clowns zu sein. Okay. Aber gut, dass Sie Bescheid sagen, wir achten darauf. Dass alles klar. Dankeschön. Tschüss. Mart. Die Fenster Ihres Wagens, richtig? Okay, Frau Davis. Also, der Marshall, der hat gesehen, wie dieser Fremde ihre Scheiben eingeschlagen hat am Auto. Mhm, der nennt sich Leon Cole. Leon Cole. 217. Ich störe sie ja ungern, aber 5, ich 7. glaube, der Motor läuft noch an ihrem Fahrzeug. 5-7. 1-4-1. 1-4. Also 217-5-7-1-4-1. Ja. Okay. Dann Dankeschön. Wir gleich mal gucken, dass wir das ordnen. Gerne. Mir nämlich nervt es immer schon, das einen ausmachen, aber. Ja. So, dann. Der Motor ist aber auch noch an, ja? Ja, ich bin deswegen gerade rausgekommen. Danke fürs Umfeld. Offen? Ja, offen war auch. Also, offen auch. Naja, offen auch, natürlich. Okay, gut zu wissen. Danke. Ich hab mich hier so aus Versehen reingesetzt. Bin aber auch gleich wieder ausgestiegen. Wollte nicht mit. Alles okay? Ja, super, dankeschön. Ja, ist das okay, wenn das Auto hier stehen bleibt? Oder also doch, ich auch seid die Cops, weil ihr müsst das entscheiden. Nein, ja, aber es ist ja jetzt kein dringender Notfall und ich weiß nicht, ob das so gut bei Kunden ankommt. Wir haben jetzt geschlossen, also von daher alles gut. Das Einzige ist, was ich bemängeln muss, muss man nicht einen bestimmten Abstand haben, dass man das Straßenschild sieht. Deswegen ist das Straßenschild ja höher als das Auto. Ich werde mit dem Fahrer... unserem Fahrer gleich ein paar Worte wechseln. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist ja nicht böse gemeint, aber ich kenne es immer, wenn man von hinten kommt und dann da fast davor steht, dann sieht man das Schild nicht. Vom Schild immer ein bisschen Abstand halten, ja, völlig richtig. Also ich werde es ihm sagen. Aber danke nochmal, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ja, bitte, kein Problem. Ja, ciao, ciao. So, 19, ich muss mal gleich mit dir ein ernstes Wort. Wörtchen. Ja. Du kannst mich mal. Nee, im Ernst jetzt. Weil man los. Jo, lauf mal runter, oder was? Schönen Abend noch. Schönen Abend. Ciao. So, wollen wir kurz mit dem Contender runterfahren? Fahren Sie nicht eben zu dritt? Ich würde gerade fragen. Ja. Ja, der Kollege kommt gerade. Achso. Der ist immer ein bisschen langsamer. Bisschen.
Einen schönen Abend, die Herrschaften. Ja. Schönen Abend, ciao. Danke. Oh, fahr einfach. Ja. Ja. Reinsetzen. Ja, genau so. Muss ich auch reinsetzen. Okay. Telefon. LSB, die Leitstelle, was kann ich für Sie tun? Ein wunderschöner. Ich hätte mal eine Frage. Ja. Ich bräuchte mal einen Holzpfosten von euch. Ein was? Ich wollte ein bisschen meine Wohnung halt ein bisschen warm machen wegen Kamin und so. Ja. Und ich weiß nicht, bin ich bei der richtigen Nummer? Nee, ich glaube nicht. Sie sind beim LSPD. Oh, Scheiße, Mann! Es tut mir leid. Kein Problem, viel Spaß mit dem Wohnung. Fuck, sorry, tschüss. Tschüss. oh mein Gott. Snow. Der Motor war an und die Türen waren offen. Der eine Typ hatte sich schon reingesetzt, als ich rauskam. Die Türen waren offen. Die Türen und der Motor lief, das geht wirklich nicht. Die Türen also, waren nicht offen. Die waren offen. Ich bin ja auch. Ich bin rausgegangen und habe dann Motor ausgemacht und die Türen abgeschlossen. Ich musste nichts aufschließen. Okay, dann bin aber der Knopf gedrückt, weil ich habe definitiv die Türen abgeschlossen. Aber nur halt, dass du Bescheid weißt. Ja, klar, so bitte. Und der Anruf gerade ruft an und sagt, ich brauche mal Holzpfosten von Ihnen. Ohne den Aiden jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber das ist mir auch schon passiert. Ich weiß nicht, mit wem ich unterwegs war, ich glaube, es war mit dem Faust. Wir sind an einen Einsatz gefahren, ich habe das Auto abgestellt, abgeschlossen mache ich sowieso immer, wenn ich einsteige ins Auto. Ja, genau, mache ich auch. Wir sind ausgestiegen und als wir wiedergekommen sind, saßen Leute in dem Auto drin, obwohl es abgeschlossen war. Und dann lief der Motor auch, oder was? Nein, der Motor lief nicht, den mache ich immer aus. Den Motor lasse ich immer an, weil wir schnell weg müssen. Nee, immer ausmachen. Also bei sowas, ne? Jetzt, es gibt Situationen natürlich, da lässt man den Motor an, aber bei sowas immer ausmachen. Bei uns, wenn du das bei uns machst, ist das ja kein Problem, aber wenn das einer von den anderen hier, Shapiro oder so, mitkriegt, ne? Not funny anymore. Dann schalte ich jetzt aber auch zusammen, wenn ich schon frage, soll man den anhalten oder nicht, dann möchte ich aber auch gerne eine Antwort haben. Wen anhalten jetzt? Ja, den Taxifahrer vorhin, der einfach auf den Platz. Ich habe gar keinen Taxifahrer gesehen. Generell machst du das ja sehr gut mit den, du siehst was, machst Blaulicht an und hinterher kannst du halt machen. Mach einfach. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade den Taxifahrer nicht gesehen, aber wenn du sowas hast, gar nicht fragen, umdrehen, zack, hinterher, fertig. Wenn du das Gefühl hast, dass da was nicht in Ordnung ist, dann fährst du da hinterher und drehst um und Haust den Typen auf den Sack. Weil so übst du vor allem dann Verkehrskontrollen und irgendwann kannst du die mit Augen zumachen. Ja klar, aber Ding war für mich einfach nur, ob der da wenden darf oder nicht. Also U-Turn in dem Moment. Da war eigentlich nicht. Also wenn du das gesehen hast, also ich muss jetzt echt sagen, ich hab's nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber wenn du das gesehen hast, dann und du denkst dir, ja, alles klar, ja, dann fahre ich da hinterher. Also okay. Beim nächsten Mal, wenn du sowas hast, auch so. Dann mach ich das einfach. Genau, ja. Was dann letztendlich dabei rauskommt, warum, wieso, weshalb er das gemacht hat, das erfahren wir dann sowieso erst in dem Gespräch. Mit dem. Also von daher. An welches Auto sollten. Oder wir mussten noch ein Auto tanken, ne? Ja. Welche Nummer hatte das? Das ist der, der ganz links steht. Die 38. Okay, habt ihr euch gemerkt? Okay. Ich habe mir das gemerkt. Ja, ich glaube, Aiden meinte doch vorhin, erinnert mich daran. Irgendwas hat er. Dass wir das Auto links noch tanken müssen. Ja. Genau. Ich höre, auch wenn ich manchmal nicht lange nichts sage, ich höre euch trotzdem zu. Ich beobachte. Was sagst du jetzt? Ich beobachte. Ich beobachte und höre zu. Guckst du irgendwelche Pornos auf deinem Handy? Ja, das sowieso. Ja, das ist doch vor mir.
Hat er nicht da irgendwo ein Gebet? Deswegen habe ich auch die Hände im Schritt die ganze Zeit. Okay. um die Beulen zu vermeiden. Nicht, dass der Aiden noch rattig wird hier vorne. Oder den falschen Steuerknüppel benutzt. Oh, das war gar nicht die Gangschaltung. Ja, weil er hat mich nur vergriffen. No homo. Ja, voll homo. Mit dir los. Alter, Monroe kommt aber auch manchmal die Treppen runter. Manchmal, der springt da runter, macht Judo-Rolle und hat's nicht. Ja. Der braucht das, glaube ich. Also ich glaube, dem sein zweiter Vorname ist Rambo. Moses Rambo Monroe. Ich glaube auch. Bei der Beschreibung vom Auto war ich nicht dabei. Auf was muss ich achten? Karosserieartige Kasten. Also so kastig quasi. Kein Sportwagen, aber schon so kastig. Okay, und die, ihr habt sie nach dem Schlüssel gefragt? Ja, weil Core dachte erst, es geht um ihr Auto. Ihr Auto geklaut wurde in dem Moment. Ah, ich habe gedacht, dass, weil sie sagte, an ihrem Auto sind die Scheiben eingeschlagen worden. Witzig ist, ich habe sogar noch gefragt, ach, er ist mit ihrem Auto weggefahren? Ja, genau. Und da dachte ich mir auch so, hallo? Alles klar. Und dann habe ich gedacht, okay, Kfz aufschreiben wegen Ortung und so, ne? Und dann sagt sie, nee, mein Auto steht doch hier, mit seinem ist er dann weg. Ach so. Der hat also ihre Scheiben eingeschlagen und ist mit seinem Auto abgehauen. Okay, war ein schwarzes Auto, ne? Und sein Auto war ein schwarzer Viersitzer, kleines Auto, sportlicher Typ, aber sehr customizig. Weißt du, also sehr, sehr aufgemotzt. Okay. Ich denke mal, dass das so ein, dieses Eckige ist, weißt du? Wo du heute auch gesehen hast und gesagt hast, oh, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Gauntlet. Ja, genau. Gauntlet. Aber der ist ja nicht kurz, der ist schon lang. Okay. Naja, gucken wir mal. Nur guck mal, hier vorne stand doch einer, ne? Können wir gleich mal gucken. Willst du Feiern machen? Ne, jetzt noch nicht gleich. In, In, ne? Viertelstunde so. Okay. Dann haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, euch ein Opfer zu suchen. Ja. Ich hoffe, dass Alina, sie hatte schon was gegessen im Hotel. Ich glaube, sie hat mir was übrig gelassen. Habt ihr jetzt ein Zimmer oder was? Ja, klar. Wir wohnen in einem Zimmer zusammen. Wir wollen uns ja auch ein Haus kaufen. Ihr wollt euch auch noch ein Haus kaufen? Ja. Es geht ja aber plötzlich ganz schön schnell mit euch. Du, wir mögen uns und die Hochzeit. Darf ich das Blumenmädchen sein? Naja, du kannst das Blumenmädchen sein. Hochzeit, also mit Hochzeit lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, aber wir haben uns gesucht und gefunden. Es hat zwar jetzt etwas länger gedauert, bis es klar geworden ist, dass wir, dass unsere Herzen füreinander schlagen und, Lass uns noch ein bisschen Zeit, also bevor wir heiraten. Mein Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ich und du, du und ich. Nein, Alina war eine ganze Zeit lang immer hin und her gerissen und wusste nicht, wie sie sich entscheiden soll. Und ich habe halt einfach gesagt, sie soll einfach auf ihr Herz und auf ihren Kopf hören und auf ihren Bauch, weil das sind drei wichtige Organe, die für sowas zuständig sind. Und letztendlich hat es dann jetzt geklappt. Meine Gefühle für sie waren schon früh klar, aber ja. Sind wir ein Paar. Also mit uns wird das nichts mehr, Steven. Okay. Ja, doch, schon noch. Also wahre Liebe gibt es ja eh noch unter Männern. Alles klar. Ja, und ich glaube auch, dass Alina da kein Problem damit hat, wenn wir beide eine männliche Beziehung noch nebenbei führen. Alles klar. Machen wir eine Doppelhochzeit. Solange ich noch genug Zeit für sie habe, ist es, denke ich mal, okay. Alles klar. Ansonsten wirst du schon die Konsequenzen zu spüren wissen, wenn sie das rauskriegt. Ja, nee, ich komme ja gut mit dir klar. Hast du denn in Deutschland solche Musik gehört? Ja. Okay.
Alter, wenn jetzt irgendwer an uns vorbeifährt, dann wird auch denken, was ist mit dieser Steife falsch? Ja, ich mach mal Fenster rum. Ja, noch Moschen dazu. SOS, ich liebe dich, ich und du immer zu, du und ich. Ja, Steven, bist du auch so verliebt wie ich? Ja. Ja, okay. Komm am Standort. Ja, aber mach die Musik bitte aus, wenn ihr das macht. Aiden? Aiden, bist du noch da? 19 für die Leitstelle kommen. Würden Sie bitte die Musik ausmachen? Kommen. Dankeschön. Wir haben Sie nämlich nicht mehr gehört. Haben Sie uns denn noch gehört? Ja. Denke ich doch. Warte, er muss jetzt wieder seinen Dings aus dem Ohr nehmen. Einen kleinen Moment. Ich habe aber gehört, so müssen wir, ne, wenn die Bürger und so, so, da habe ich noch. Ach du Punkt nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine. Alter, what the fuck? Stehen bleiben, keine Breit, Ausweis dabei. Hast du was dagegen? Ruf doch Polizei. Polizei kommt. Du wechselst Straßenseite. Kaufst du ein Polizei kaputt, kommt 25 neue. Muskelopus-Fuchtel mit Butterfleisch und freuen sich. Doch Polizei hat Panzer und P99. Polizei darf bei Rot über Ampel fahren. Du bist Räuber, Polizei ist Schandar. Okay, notieren, alles klar, okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Denn dann geht der Rest von ganz allein. Das war das, was ich gut habe. Es gibt doch ein Lied, das geht so ähnlich, aber mit Ich bin Polizei. Und ja, das ist doch hier, das ist doch von dem von diesem deutschen Moderator. Wie heißt er noch gleich? Schlorox. Ja, genau. Ja, genau. Also, ja, Schlorox. Was wolltest du jetzt am Stadtpark? Ich wollte einfach nur vorbeifahren mit der Musik. Oh. Ich glaube auch, die Leute, die an dem vorbei gefahren sind, haben das gehört. Ach komm, also ganz im Ernst, ne? Also klar, man hat eine Vorbildsfunktion. Das sehe ich auch ein. Aber wenn mir persönlich, wenn ich ein Bürger wäre und mir kommt da Polizeiauto mit der Musik vorbei, ich würde das feiern. Also, ich würde da mehr drüber lachen, als zu sagen, hör mal, was. Ja. Aber stell dir mal vor, irgendeiner von denen ruft dann morgen bei Colton an und sagt: Hier, nachts kam eine Streife mit lauter Musik aus den Boxen. Ja, und? Aussage 3 gegen 1. Wir haben keine Musik. Dann wird, nö, wieso? Warum? Nö. Dann würde ich einfach zu meinen Colton gehen und würde sagen: Ja, stimmt. Wir sind da lang gefahren, haben einfach Musik gehört, richtig. Radio. Nichts mehr zu tun. Wir haben Radio gehört. Ja, wir haben Radio gehört, Musik gehört und Funk war auf Lautstärke. Wir haben alles gehört, wir haben nichts verpasst. Von daher alles in Ordnung. Nee, wisst ihr, ich bin Prinzessin, ich sehe das ja, immer. Ja, genau. Du bist so ein i-Tüpfles Scheißer. Ja, ja, ja. Ja? Was macht der denn da auf seinem Fahrrad? Der steht da einfach rum. Wer? Da, hinten an der Kreuz. Ah, die meinte. Oder auch nicht. Ja, auch Gott, da müssen wir aber einige Autos anhalten. Aber ja. Du mach, wenn du meinst, dann. Was war gerade das Thema? Was? Warum? Nein, weil der Wagen an uns vorbeigefahren ist und sagte, war ein bisschen auffällig, oder? Daraufhin habe ich gesagt, da müssten wir aber einige Autos anhalten. Nee, ich habe nicht gesagt auffällig, sondern das wäre ein bisschen scheiße an der Kreuzung. Ach so.
wäre das ein bisschen auffällig, wenn wir dann auf einmal drehen, wenn er an uns vorbeifährt. Ja. Aber gut, der ist schon... Wenn der dann in dem Moment an, in seinen Rückspiegel guckt... Würdet ihr denn vielleicht noch den Aiden adoptieren sollen? Ja, vielleicht, wenn er mag. Kein Problem. Wenn ich pflegeleicht bin. Ja. Stuben rein und so. Also fahr mal hier hinten, fahr mal von hinten drauf, fahr mal hier hinten drauf. Das ist nämlich mein Schleichweg. Ja, gestern habe ich dabei Angeschoss bekommen von Tango und Majors, dass ich hier über den Rasen gefahren bin. Was? Echt jetzt? Ja. Guten Abend zusammen. Wunderschönen guten Abend. Danke sehr. Hier ist alles super. Klar. Super. Ja, wir wollen nur fragen. Sie sind nur die Falschen, die wir. Okay. Wir warten auf zwei Vans, die zurückgebracht werden. Ach so, nee, da können wir leider nicht mit die. Nee, wir fragen nochmal rum, weil heute war ja unten Barmer Mamas große Party. Und einige Idioten fahren halt durch die Stadt und da wollten wir einfach mal gucken, ob hier alles okay ist. Nö, hier ist alles safe. Super, hier, alles hier klar. Hier sind wir ja. Hier perfekt. Ist doch alles gut. Ja, das merkt man. Im Moment ist überall so. Ich hab noch eine Frage. Alles ruhig. Meine Frage. Also, bist du das? Was? Ja? Ah, hi, ist noch Aiden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, dass er dich wiederkannte. Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja. Was eine Uniform alles ausmacht, ne? Mhm. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hat er Geburtstag? Nein, er wollte zur Polizei. Genau. Und guck drauf. Und hat's geschafft. Ah, okay. Genau. Ja. Gut. Dann. Ob ich dazu gratulieren möchte. Schwierig. Ja, ganz bestimmt. Wie mir so heiß. Du hast mir geholfen, als ich da vom Pedio gekippt bin. Ja? Das ist richtig, mir blieb nichts anderes siehst über. Siehst du, du ich hast auch da alles gewartet. Und hast aber das musst du doch nicht verraten. Oh, jetzt stehe ich denn jetzt da? Ja. Jetzt kommt das gute Herz ans Tageslicht. Shit. Der hat wir wohl hat einen Bullen aufgeholt. Hat jemand nein. Die Nummer von Wiesel News? Ich muss da mal anrufen. Nein, alles gut. Nein. Warte, Ich habe auch hier voll die Entschuldigung und so, weil er war ja in Zivil, ne? Also, sonst hätte er ihn auch nicht aufgehoben. Ja, klar, natürlich. Das stimmt. Ja, ich wollte in den Dienst gehen und dann wurde mir auf einmal ganz schwarz vor Augen. Kreislich zusammengeklappt. Ja, aber ja. Den Herrn Peterhaus habt ihr noch nicht gefunden, Peterhaus? Nee. Der ist der verschwunden? War der schon mal wieder da? Okay. Na, ich weiß, dürfte nicht. Warte mal, jetzt doch, der Peterhaus, der ist da, aber der war jetzt längere Zeit nicht da. Also, seit du mich das gefragt hast, war der nicht mehr im Dienst. Vielleicht kommt der nächste Woche mal wieder, ich weiß es noch nicht. Ah, okay, alles klar. Und dann werde ich ihm auf jeden Fall Bescheid geben. Wegen der wegen einem Anschluss, ne? Ja, nee, der hat ein Bike mit Trust, hat er noch bei uns. Also, oder so. Und ich schleppe die ganze Zeit die Papiere von ihm rum. Nee, sage ich ihm auf jeden Fall Bescheid, wenn ich ihn sehe. Die gucken mich schon immer ganz komisch an, weil ich so oft den Kopf anrufe. Alles klar. Gut, dann halten wir euch jetzt nicht länger auf, wir fahren weiter. Okay, pass auf euch auf, macht's gut. Ciao. Jo, tschüss. Ciao.